Moin, mein Name ist Nico, der Profi, und ich zeige euch heute einen Anfängerguide für Ark Survival Evolved. Und ich habe das Ganze für euch gegliedert, damit ihr auch in dem Video hin und her springen könnt, euch Markierungen machen könnt und so weiter. Wir haben einmal die Settings für den Singleplayer. Wir fangen an im Singleplayer. Wir gehen mal davon aus, du hast das Spiel gerade neu gekauft und weißt noch gar nicht, wie du anfangen sollst. Und dann wirst du wahrscheinlich erstmal mit dem Singleplayer anfangen, deswegen fangen wir damit an. Dann das weitere Thema, wo spawnen wir überhaupt und was machen wir zuerst, wenn wir gespawnt sind. Ein paar nützliche Dinge, die am Anfang auf jeden Fall sehr hilfreich sein können für das Vorankommen im Spiel. Wir werden ein bisschen Dino-Kunde machen, das heißt, was will ich umbringen, was kann ich umbringen und was tut ja eigentlich gar nichts. Und so ein bisschen Map-Kunde auf jeden Fall, damit du weißt, was ist gefährlich, was ist nicht so gefährlich. Und damit du so eine kleine Roadmap erstmal hast für den Start in Ark Survival Evolved. Wenn du zu dieser Videoreihe kein Video mehr verpassen willst, dann kannst du auf jeden Fall an dieser Stelle auch den Kanal abonnieren. So, fangen wir also an. Also wir nehmen erstmal hier das lokale Spiel, weil so kommen wir erstmal in den Singleplayer. Wir wählen hier als Map The Island aus. Das wird die Map sein, die ihr halt auch freigeschaltet habt, wenn ihr nicht gerade das große Spiel sozusagen gekauft habt. Und wir haben jetzt hier einige Einstellungsmöglichkeiten an der Seite. Und die, die jetzt hier so sind, die können wir erstmal lassen, beziehungsweise ich zeige euch, welche ich jetzt umstellen würde. Da hätten wir hier zum einen die Zähmgeschwindigkeit, und zwar ist die jetzt hier auf 1.0, das heißt, das ist standardmäßig eingestellt. Das dauert relativ lange, so Dinos zu zähmen. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe zu spielen, halt den ersten Dino normal gezähmt und hat mir das einfach zu lange gedauert, weil ich das Spiel auch einfach gestreamt habe. Deswegen nehmen wir das mal um auf 3.0, nicht 33.0. 2.0 ist auch absolut okay. Muss jeder für sich selber rausfinden, was ihm da irgendwie liegt. Es gibt doch Leute, die spielen mit absolut hohen Werten bei sowas. Gehen wir weiter runter. Da haben wir hier noch Wasserverbrauch für Spieler und so weiter. Also, dass ihr nicht so schnell verhungert, nicht so schnell verdurstet. Das lasse ich immer alles auf 1.0. Viel wichtiger sind jetzt die Sachen, die hier unten kommen. Und zwar hier, wo wir Häkchen machen können. Da haben wir einmal hier die Option Fadenkreuz an, aus. Würde ich auf jeden Fall anmachen, weil das erleichtert uns einiges bei der Jagd, beim Zähmen später und so weiter. Jetzt, ihr werdet auf jeden Fall viel, viel häufiger treffen, als wenn ihr jetzt kein Fadenkreuz hättet. Deswegen das hier auf jeden Fall einmal anmachen. Dann haben wir hier einmal Zeige Spielerposition auf Karte. Das würde ich auf jeden Fall auch anmachen. Es gibt zwar in dem Spiel einen Kompass und ein GPS-Gerät, das werdet ihr aber alles erst später bekommen. Und so könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal so ein bisschen auf jeden Fall auf der Karte orientieren, was nicht schlecht ist. Deswegen würde ich das für den Start auf jeden Fall anmachen und würde ich eigentlich auch anlassen. Es macht irgendwie keinen Sinn, das auszumachen. Aber auch da unterschiedliche Leute, unterschiedliche Meinungen. Ich würde es halt einfach anmachen. Und zu guter Letzt haben wir hier benutzte Leichenfinder. Das würde ich auf jeden Fall auch anmachen. Das heißt, wenn ihr sterbt, dann bekommt ihr einen grünen Strahl angezeigt. Da ist dann euer Loot bzw. eure Leiche. Und damit findet ihr die Sachen auch schnell wieder. Das heißt, vielleicht sterbt ihr mal im Wasser oder so, weil ihr einen Fluss überquert, da ist ein Piranha, der haut euch da weg. Ihr findet die Sachen sonst nicht so schnell wieder, deswegen ist es auf jeden Fall auch sehr, sehr hilfreich, habe ich auch immer an. Was ich eben noch oben vergessen hatte, war, hier haben wir noch die Erntemenge, die stelle ich immer auf 1,5, haben wir bei uns auf dem Server auch so eingestellt. Dann kommt man auf jeden Fall ein bisschen schneller voran im Spiel, nicht allzu schnell, aber so, dass es noch im Rahmen ist. Dann wechseln wir einmal oben den Reiter auf Erweitert und hier haben wir auch noch einige Einstellungen, die wir vornehmen können. Da ist mir jetzt nur eine bzw. zwei Einstellungen sehr wichtig. Und zwar scrollen wir runter bis in etwa in die Mitte und da haben wir einmal Tagzyklusgeschwindigkeit und Tageszeitgeschwindigkeit und Nachtgeschwindigkeit. So, jetzt ist es ja so in Ark, dass wir die Nacht über nicht schlafen können. In der Nacht ist es natürlich sehr dunkel, jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir einfach den Gamma-Wert hochstellen. Das heißt, das Spiel einfach heller machen, damit wir die Nacht auch nutzen können. Oder wir stellen einfach den Tagzyklus so um, dass uns das besser passt. Ich mache das immer folgendermaßen, hier bei Tageszeitgeschwindigkeit stelle ich das etwas runter, weil eine Senkung dieses Wert erhöht die Länge eines Tages. Deswegen stellen wir das auf jeden Fall mal ein bisschen runter. Und dann stellen wir noch einmal die Nachtgeschwindigkeit um. Eine Senkung dieses Wert erhöht die Länge einer Nacht, das heißt, wir gehen mit dem Wert auf jeden Fall ganz nach oben. Wir wollen die Nacht so kurz wie möglich haben, weil die Nacht nervt einfach nur. Also mich persönlich auf jeden Fall. Man muss dann immer überlegen, was will man überhaupt machen dann die Nacht über. Und gerade am Anfang hat man nachts dann nicht ganz so viel zu tun, bevor man da einfach so lange rumsteht. Dann würde ich die auf jeden Fall sehr, sehr kurz stellen. Dann müsst ihr ein bisschen rumprobieren, wie euch die Werte passen. Das sollte so eigentlich ganz gut funktionieren. Das waren dann soweit die Einstellungen für den Singleplayer erstmal. Das heißt, wir können uns jetzt hier die Map auswählen und starten dann einfach in den Einzelspieler rein und sehen uns dann gleich im Spiel wieder. So, wir sind im Spiel, beziehungsweise wir sind bei der Charaktererstellung.
Ihr könnt euch natürlich wild austoben, da kann man ganz verrückte Sachen auf jeden Fall mitmachen. Ich lasse ihn jetzt einfach mal so und konzentriere mich jetzt mal darauf, wo wir spawnen. Und da bieten sich dann hier folgende Zonen eigentlich an. Also wir haben jetzt Südzone 1 bis 3 und die sind als leicht eingestuft. Das heißt, für den Anfang auf jeden Fall sind die hier nicht verkehrt. Müsst ihr euch überlegen, wo ihr spawnen wollt. Wir nehmen jetzt einfach mal die goldene Mitte. Den neuen Überlebenden nennen wir mal kurz um. Das ist ganz wichtig. Manfred heißt er jetzt. PF. Neun Überlebenden erstellen, dann spawnen wir auch schon. So, da sind wir. Gestrandet auf einer Insel. Also, folgendes. Wir können mit M hier die Karte erstmal öffnen. Da sehen wir jetzt noch nicht viel, weil wir noch nicht viel erkundet haben. Das ist aber nicht schlimm. Wenn ihr einen Linksklick macht, könnt ihr die noch näher an euer Gesicht ranholen, damit ihr noch ein bisschen besser sehen könnt. Diese blaue Markierung sind wir, die dreht sich auch mal schön mit. Das heißt, wir können so ganz gut ausmachen, wo wir eigentlich sind. Wieder M, dann ist die Karte weg. Auf H können wir einmal uns die Tageszeit angucken, in wievielten Tag wir überhaupt hier sind, wo wir uns auf der Karte befinden, also der genaue Ort. Wir sind jetzt hier bei der südlichen Insel, wir haben 15 Grad und dann sehen wir unseren Namen und dann unser Level und unseren Stamm, in dem wir uns befinden. Auf der rechten Seite, unten rechts sozusagen, haben wir einmal die Leiste. Ganz oben ist der EP-Fortschritt, den wir haben, damit, mit dem wir leveln. Darunter sieht man jetzt nicht ganz so gut, ist das Gewicht, das wir noch tragen können, beziehungsweise der Wert, wie überladen wir eigentlich sind. Der Durstwert, der Hungerwert, der Ausdauerwert und dann eben das Leben. Wenn wir nochmal H drücken, sehen wir ganz genau, was da jetzt los ist. Und damit der Wasserwert nicht weiter runter geht, könnt ihr dann einfach hier zum Strand gehen und trinken, beziehungsweise wenn er eh unten ist, könnt ihr einfach hier am Strand bedenkenlos trinken auf jeden Fall. Jetzt seht ihr schon, der Pfeil blinkt und uns wird ein neuer Level angezeigt. Das heißt, wir gehen mal in unser Inventar mit I und dann haben wir jetzt hier einen verfügbaren Punkt, den wir verteilen können. Und so skillen wir unseren Charakter erstmal. Was ich immer mache, weil wir sind hier am Strand relativ sicher, ich level erstmal auf Gewicht, weil wir nicht so viel tragen können am Anfang und wir brauchen auf jeden Fall, wir müssen viel tragen am Anfang erstmal. So, wenn wir den Punkt verteilt haben, dann haben wir jetzt hier noch 8 Engramm-Punkte. Mit jedem Level schalten wir Engramm-Punkte frei, damit wir Engramme auch freischalten können. Wir haben jetzt 8 Stück. Das heißt, wir bauen uns jetzt auf jeden Fall erstmal die Axt, nehmen wir uns hier raus und das Speer. Es ist eigentlich egal, welche Reihenfolge ihr nehmt, weil wir eh erstmal diese ganzen Sachen freischalten wollen, die hier sind. Wenn wir das gemacht haben, können wir wieder mit I in unser Inventar gehen. Hier haben wir jetzt noch ein paar Skins, die sind aber nicht weiter wichtig. Und dieser Stein hier, den wir haben, der ist auch nicht wichtig, das ist eher so eine PvP-Geschichte. Auf jeden Fall können wir hier auf Herstellung gehen und dann haben wir hier unsere Rezepte sozusagen, die wir uns gerade freigeschaltet haben. Wenn wir da jetzt mit der Maus rüberfahren, wird uns angezeigt, was wir dafür brauchen, damit wir es herstellen können. Die Spitzhacke ist auf jeden Fall sinnvoll, um Ressourcen abzubauen, genauso die Axt. Mit dem Speer verteidigen wir uns und die Fackel ist wichtig für die Nacht auf jeden Fall. Das erste, was ich immer mache, wenn ich hier spawne, ist, ich sammle erstmal alles ab. Mit E könnt ihr Sachen aufsammeln, zum Beispiel sammeln wir jetzt hier einfach mal Steine ab. Das sind die Brocken hier, die könnt ihr aufheben. Am Anfang habt ihr keine andere Möglichkeit, außer die eben zu sammeln mit der Hand. Könnt ihr auch Gräser abfarmen, also diese Büschel könnt ihr eben aufsammeln. Da kriegt ihr Fasern raus und Beeren. Die Beeren, damit können wir erstmal so ein bisschen Nahrung beschaffen, wobei die nicht allzu viel halten. Also ihr braucht schon extrem viele davon, damit ihr überhaupt satt werdet. Das ist also keine zuverlässige Nahrungsquelle. So, und da wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal eine Spitzhacke herstellen wollen, gehen wir mal an so einen Baum ran. Machen das mal ein bisschen so Minecraft-mäßig und schlagen da erstmal gegen, damit wir Stroh und Holz bekommen. Da haben wir jetzt auch genug von. Bei mir seht ihr das ja, da wird dann angezeigt, wie viel ihr jetzt rausgefarmt habt. Und dann können wir einfach hier jetzt die Spitzhacke herstellen mit einem Doppelklick oder einfach mit E. So, wo ist jetzt hin? Die ist jetzt in unserem Inventar. Die können wir uns einfach hier runterziehen auf die 1 oder dahin, wo ihr auch immer wollt. Ich mache das immer auf die 1 erstmal, so wie ich sie jetzt bekomme. So, wir haben auch schon wieder einen neuen Punkt verfügbar. Den gehen wir wieder auf Gewicht. Und dann haben wir jetzt diesmal 10 Engramm-Punkte, schalten das Lagerfeuer frei. Und dann nach und nach Stoffhose, Stoffhemd. Und mehr können wir gerade nicht freischalten. So, als nächstes wollen wir eine Axt herstellen. Das heißt, wir brauchen jetzt Feuerstein und auch noch mehr Stroh. Und dafür können wir jetzt die Spitzhacke benutzen. Damit gehen wir jetzt, um Feuerstein zu farmen, erstmal hier an den Stein. Und kriegen auch direkt Feuerstein raus. So, und weil wir eben Stroh aus dem Baum rausbekommen haben, gehen wir da auch noch mit der Spitzhacke ran. Da bekommen wir jetzt nämlich viel mehr Stroh mit der Spitzhacke raus. Jetzt sollten wir auf jeden Fall auch dafür genug haben. Und jetzt können wir uns nämlich die Axt herstellen. Das machen wir wieder mit E oder mit einem Doppelklick. Ziehen uns die hier wieder unten rein.
und können noch einen Punkt verteilen. Also ganz wichtig, ich habe jetzt natürlich den EP-Wert hochgestellt, damit ich euch das zeigen kann. Ihr werdet nicht so schnell leveln, aber es geht am Anfang doch relativ schnell. Wir nehmen den wieder auf Gewicht und schalten dann nochmal die Stoffhandschuhe frei, die Stoffschuhe und den Stoffhut. Was wir jetzt als nächstes mal machen, wir holen uns jetzt noch einen Speer und dafür müssen wir jetzt nochmal Holz sammeln. Machen wir einfach mal so ein kleines Bäumchen hier weg. 31 Holz jetzt rausbekommen, natürlich auch ein bisschen mehr, weil ich es hochgestellt habe, auf 1,5. Und dann stellen wir einfach mit eben den Speer her. So, wieder runterziehen. Und jetzt können wir uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen verteidigen. Wir können damit nach vorne stechen, das heißt, wir müssen dann nah an den Gegner rangehen. Und wenn wir jetzt die rechte Maustaste gedrückt halten, sehen wir sogar ein Fadenkreuz, mit dem wir dann besser zielen können. Wenn wir loslassen, schmeißen wir den Speer einfach weg. Dann aber wieder aufheben. So. Und folgendermaßen, wir haben jetzt zwei verschiedene Werkzeuge. Und es macht zwar nicht wirklich Sinn, aber die funktionieren halt unterschiedlich. Das heißt, wenn wir jetzt die gegenschlagen, bekommen wir hier viel mehr Holz als Stroh raus. Wenn wir mit der Spitzhacke dagegen schlagen, bekommen wir viel mehr Stroh als Holz raus. Genauso verhält es sich eben auch bei den Felsen. Das heißt, mit der Axt bekommen wir mehr Stein raus. Wenig Feuerstein und eigentlich gar kein Metall. Wenn wir jetzt die Spitzhacke nehmen, kriegen wir viel mehr Feuerstein raus als Stein. In unserem Fall jetzt gar nichts, aber wir bekommen immer ein bisschen von beidem raus, sehen wir jetzt auch gerade. Also das auf jeden Fall merken. Das bezieht sich auch noch auf einen anderen Bereich. Und zwar, wenn wir Tiere abfarmen. So, ich bin eben ein bisschen weitergelaufen. Wir haben jetzt hier einen Dodo vor uns. Und da zeige ich euch nochmal eben das Prinzip. Also einfach mal ein bisschen anvisieren und dann... Zack. Also was machen, ne? Wir müssen überleben. Also wenn wir jetzt hier mit der Axt rangehen, dann bekommen wir mehr Leder und weniger Fleisch. Und andersrum mit der Spitzhacke bekommen wir mehr Fleisch und weniger Leder. Je nachdem, was ihr gerade braucht, nutzt ihr eben dann das jeweilige Werkzeug, um die Tiere abzubauen bzw. zu farmen einfach. So, ich habe noch ein Level wieder. Ich gehe nochmal auf Gewicht. Das brauchen wir heute auf jeden Fall. Und dann schalte ich mal eben das Fundament aus Stroh frei, den Strohtürrahmen. Unten noch nicht mehr. Wir brauchen noch ein paar Level. Aber hiermit bauen wir auf jeden Fall gleich ein bisschen was. Und da wir jetzt auf jeden Fall schon Fleisch gesammelt haben, benutzen wir das auf jeden Fall auch direkt mal. Das heißt, wir bauen uns jetzt erstmal ein Lagerfeuer. Dafür haben wir jetzt alles hier. Das wird euch ja immer angezeigt. Einmal mit E wieder bauen. Durch Bauen übrigens, also ihr bekommt eigentlich durch alles hier EP, durch Abbauen, also durch Farmen, durch Abbauen, durch Bauen und so weiter, bekommt ihr immer EP. Das heißt, ihr levelt durch alles, was ihr immer so macht, auf jeden Fall auch mit. Das ziehe ich mir mal unten eben hier kurz rein auf die Nummer 4 und platziere das einfach mal eben hier vorne. Also einfach die 4 drücken. Linke Maustaste platzieren. Wir können damit dann mit E können wir ins Inventar gehen. Wir kommen auch mit F direkt ins Inventar rein. Und dann müssen wir einmal das Fleisch hier reinhauen. Und ich habe immer nicht gecheckt, wieso das Lagerfeuer nicht funktioniert, weil ich war davon ausgegangen, dass es das so einfach geht. Wir nehmen einfach ein bisschen Holz hier rüber. Also in dem Fall erstmal alles. Dann können wir das Feuer entzünden. Und dann wird einfach das Fleisch durchgebraten. Und damit haben wir auf jeden Fall eine gute Nahrungsquelle dann am Start. Wir werden jetzt erstmal anfangen zu bauen, allerdings kann ich aktuell nur ein Fundament herstellen. Das heißt, wir werden noch ein bisschen Fasern farmen. Dafür müsst ihr wieder hier die ganzen Büsche einmal abfarmen mit E. So, das sollte erstmal genug gewesen sein zum Abfarmen. Wir suchen uns jetzt mal eine schöne Fläche, beziehungsweise hier ist es eigentlich schon ganz gut. Oh! Da kommt die Dino-Kunde doch ein bisschen früher als gehofft. Das ist jetzt ein Dilo, das ist auf jeden Fall etwas, was uns töten möchte. Und er lebt noch. Jetzt habe ich meinen Speer. Ich hatte leider nur einen. Ich werde jetzt mal mit der Axt einfach raufschlagen. Und habe ihn zum Glück noch töten können. Und habe meinen Speer auch wieder aufgehoben. Also vielleicht nächstes Mal doch mehr als ein Speer anfertigen. Jetzt habe ich ein bisschen Leben verloren. Das macht aber nichts. Wir werden jetzt mal eben Fleisch herausnehmen. Das ziehen wir mal in unser Inventar rein. Einfach nach hinten auf die Null lege ich es immer ganz gerne. Und verzehre das mal eben kurz. Dadurch werden wir auch wieder Leben regenerieren. So. Der Dilo kam da einfach von irgendwo hier an, du. Ganz grün, weil Halloween-Event und so. So, wir bauen uns das jetzt mal hier. Wir können jetzt 6 Stück davon herstellen. Die werden wir auch mal alle herstellen. Aber 6 Fundamente sind auf jeden Fall okay für den Anfang. Und weil ich das eben komplett verplant habe, bauen wir uns jetzt erstmal diese Rüstung hier zusammen. Dafür muss ich nochmal eben ein bisschen Fasern farmen gehen. So, genug gefarmt. Das heißt, wir stellen die einmal eben her hier. Jedes Teil einmal. Dafür braucht ihr auch ein bisschen Leder, aber haben wir alles schon zusammengekriegt. Weil dann wird nämlich der Dilo uns auch nicht mehr so gefährlich, ne? Und wir sind ein bisschen geschützt vor Kälte, hoher Hitze und so weiter. Das auf jeden Fall als erstes erstmal machen. Wenn ihr die Rüstung habt, baut die Rüstung. Es kann immer von irgendwo irgendwas kommen.
War ich gerade ein bisschen unvorsichtig. So, die können wir jetzt entweder hier einmal raufziehen auf den jeweiligen Slot. Wir können aber auch einfach dann auf das Teil gehen, E drücken und dann wird es auch rübergezogen. Sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen ausgerüstet sozusagen. So, ich habe jetzt schon 150 Gewicht raufgeteilt. Ich würde jetzt erstmal weitermachen mit Gesundheit, damit wir da auch ein bisschen vorankommen. Jetzt haben wir noch wieder ein paar Punkte, die wir verteilen können. Wir gehen mal eben hier auf die Kiste auf jeden Fall und auf die schrägen Dächer, damit wir das Haus dann auch ein bisschen schöner bebauen können. So, ich bin ziemlich langsam. Das ist natürlich ein Nachteil daran, wenn man sehr viel Sachen dabei hat, ganz einfach. Wenn ihr zu überladen seid, dann könnt ihr euch gar nicht mehr bewegen. Also das auch im Hinterkopf behalten. Wir ziehen uns mal die Fundamente hier auf die 4 und dann kann ich die wunderschön anwählen. So, wichtig ist, dass wir eine ebene Fläche haben. Ansonsten lässt Ark euch nicht schön bauen. Weil leider ist Ark kein Minecraft, vom Bauen her zumindest. So, das heißt, es wird immer ein bisschen schwierig sein, hier schön zu bauen. Gerade wenn ihr groß bauen wollt, braucht ihr natürlich eine große ebene Fläche, auf der ihr bauen könnt. So, einmal platziert. So, die Wände sind fertig, das heißt, wir platzieren die einmal hier. Ihr könnt mit E die Wände drehen, das heißt, einmal haben wir hier die Streben nach innen oder die Wand eben nach innen. Ich würde natürlich euch empfehlen, die Streben nach innen zu machen, dann haben wir nämlich die wunderschöne Wandseite außen. Wir ziehen die einmal komplett hier rum. So, einmal alles gesetzt. Wir lassen hier vorne natürlich Platz, weil da kommt noch ein Türrahmen hin, den wir jetzt bauen werden. So, das heißt, wir nehmen einmal hier den Türrahmen und setzen den hoffentlich richtig hin. Ja, Streben sind nach innen, ganz wichtig. Und dann einmal die Tür rein. Die können wir jetzt nicht drehen. Sehr schön. Mit E können wir die dann öffnen und schließen. Haben wir einmal das. Sehr schön. So, ich verteile nochmal ein Level. Ich gehe diesmal ein bisschen auf Ausdauer. Das heißt, wenn wir ein bisschen zu Fuß unterwegs sind, können wir auf jeden Fall länger laufen. Wir haben jetzt wieder 10 Engrammpunkte frei. Da würde ich jetzt den Schlafsack einmal freischalten wollen. Und auch nicht verkehrt ist auf jeden Fall der Mörser und Stößel. So, wir verdursten gerade so ein bisschen. Das ist nicht ganz so schlimm, weil wir nicht so viel Leben dadurch abgezogen bekommen. Aber wir rennen jetzt einfach mal eben zum Wasser hin und trinken ein bisschen was. So, einmal mit E und alles ist wieder gut. So, als nächstes bauen wir uns erstmal eine Kiste, weil ihr seht ja, dass ich extrem langsam vorankomme. Und deshalb setzen wir uns erstmal eine Kiste ins Haus rein. So, die können wir einfach irgendwo hier im Haus platzieren. Ich stelle die jetzt mal so ein bisschen in die Ecke. Dann, wenn wir die platziert haben, können wir die noch ein bisschen drehen. Lass die jetzt aber einfach mal so und dann können wir wieder mit E oder F drauf zugreifen und können unsere Sachen mal hier drüber ziehen. Wir können die entweder so mit der Maus hier rüber packen. Wir können mit Doppelklick die Sachen drüber packen. Dann packen wir nur einzelne Sachen rüber. Wir können die Sachen mit T rüberhauen. Dann ziehen wir das ganze Ding rüber, was wir hier angeweht haben, wo ich jetzt mit der Maus drauf bin. Mit Shift und T können wir einen halben Stack rüberziehen, das haben wir jetzt gerade gemacht. Und mit Shift und Doppelklick ziehen wir uns 5 Dinge rüber. Und mit O können wir einfach Sachen aus dem Inventar rausschmeißen, wie jetzt zum Beispiel diesen Skin hier. Und zack, dann liegt er hier vor uns. So, ich habe eben noch mal ein bisschen gefarmt, damit wir die Hütte einmal ganz kurz zumachen können. Und zwar habe ich jetzt hier die schrägen Dächer geholt, die wir einmal hier hinsetzen. Und dann einmal das gegenüberliegende Stück auf die andere Seite. Hier machen wir dasselbe Spiel nochmal. Und dann habe ich uns noch die Schrägdächer gebaut. Die ziehe ich mir einmal hier unten rein. Und die können wir dann hier so einfach platzieren. So, so sieht das Ganze dann aus. So seid ihr dann auf jeden Fall erstmal ein bisschen vor Witterung, vor Hitze, vor Kälte und so weiter geschützt. Vor Dinos nicht unbedingt. Weil wenn jetzt hier so ein Trike kommt und sauer ist, dann macht er euch die Hütte kaputt. Aber das Drake wird nicht einfach grundlos sauer. Aber das gucken wir uns nochmal in Dino-Kunde an. Ich habe jetzt nochmal ein Level verteilt. Wir haben jetzt eben schon den Mörser und Stöße gelernt. Das heißt, wir lernen jetzt auch noch das Narkosemittel dazu. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und weil wir den Lederschlafsack gelernt haben, lernen wir nochmal das Bett. Weil der Lederschlafsack ist nur einmal nutzbar und das Bett eben viel, viel häufiger. Also eigentlich unendlich oft. Das war so der Teil mit dem, wo spawnen wir, was tun wir zuerst? Und jetzt ist der Punkt auf der Liste, was ist denn so nützlich noch? Nützliche Tipps und Tricks. Und zwar gehört da natürlich zu, die Kiste ist natürlich sehr nützlich, weil wir hier einfach Items zwischenparken können. Das heißt, wenn wir zu voll beladen sind, wie ich schon wieder, oder wir haben einfach zu viel Sachen gebaut, weil wir nicht nachgedacht haben, können wir die einfach hier abladen. Und wir sind die schon mal los. Skins können wir ja auch einfach rüberpacken. Das war's dann soweit. Was natürlich auch extrem nützlich ist, ist das Bett und der Schlafsack. Platzieren den Schlafsack einfach auch mal eben hier mitten in die Hütte. Das machen wir normalerweise nicht. Also einen Schlafsack würde ich eher nutzen, wenn ihr mal außerhalb unterwegs seid. Weit weg von zu Hause. Es könnte sein, dass ihr sterbt. Es kann eigentlich immer sein, dass ihr sterbt. Und deswegen nehmt immer einen mit, platziert ihn da in der Nähe.
Und dann könnt ihr dort respawnen, aber nur einmal. So, das Bett haue ich auch mal eben hier hin. Da könnt ihr unendlich oft drin respawnen. Allerdings hat das eine Abklingzeit, wenn ihr gestorben seid. Es ist nicht so lange, ich weiß noch nicht genau, wie lange es ist. Auf jeden Fall solltet ihr euch dessen bewusst sein, dass das Bett auf jeden Fall eine Abklingzeit hat. Aber immerhin könnt ihr oft öfter drin respawnen. Was auf jeden Fall auch sinnvoll und hilfreich ist am Anfang, ist der Mörser und Stötel. Und den werden wir eben einmal herstellen und dann zeige ich euch den Umgang damit. Den wählen wir einfach mit E aus dem Inventar aus und platzieren ihn einfach mal irgendwo hier in der Bude. Ist völlig egal wo. Und das Ding hat jetzt auch ein Inventar. Wir haben auch schon das Narkosemittel dazu gelernt. Da gehen wir hier auf Konsumgüter, auf Medikamente und dann haben wir hier das Narkosemittel. So, es braucht jetzt 5 Narkobären und ein verdorbenes Fleisch, damit wir das herstellen können. Hier haben wir die Narkobären, die ziehen wir einfach mal rüber und wir haben hier ein verdorbenes Fleisch. Lass mal eben noch weiter welche vergammeln. Dafür habe ich einfach einzelne Teile hier abgeteilt und dann wird das Fleisch schneller schlecht, als wenn es in dem ganzen Stapel liegt. Jetzt haben wir aber hier die ganzen Zutaten, die wir brauchen. Dann klicken wir einfach E und dann wird hier Narkosemittel hergestellt. Narkosemittel ist am Anfang gut, weil ihr A dadurch gut leveln könnt und B brauchen wir das einfach auch, um Dinos betäubt zu halten, wenn wir sie gelegt haben und um sie zu zähmen. Wie man Dinos zähmt und was dazu bei beachten ist, das zeige ich euch nochmal im nächsten Video. Aber das ist auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich, um Narkobären zu benutzen und das Gammelfleisch zu benutzen. Deshalb Gammelfleisch immer aufheben und dann in Narkosemittel umwandeln. Und wenn wir dann schon bei den Bären sind, dann erkläre ich euch die nochmal eben. Also Narkobären, damit kann man auch Tiere betäubt halten, ohne dass man daraus Narkosemittel macht. Aber Narkosemittel ist natürlich effektiver. Also die schwarzen Bären sind auf jeden Fall dafür da, um Tiere betäubt zu halten. Dann haben wir hier noch die Stimbären, das sind diese weißen Bären. Die sorgen dafür, dass ein Tier, wenn es bewusstlos ist, wieder schneller aufsteht. Das heißt, die Bewusstlosigkeit geht schneller wieder runter. Und auch wenn ihr zum Beispiel mal durch irgendwas betäubt seid, dann kann euch ein Tribe-Mitglied einfach Stimbären reindrücken und ihr werdet dann wieder schneller wach werden. Und dann haben wir noch die anderen wichtigen Bären, das sind die Mecho-Bären und das sind sozusagen die Lieblingsbären der Pflanzenfresser. Das heißt, damit werdet ihr am schnellsten einen Pflanzenfresser zähmen können. Deshalb auf jeden Fall Mecho-Bären immer aufbewahren, Stimbären eigentlich auch und auf jeden Fall Narkobären auch aufbewahren und eben das Gammelfleisch. Dann ist natürlich so, dass das Fleisch relativ schnell gammelig wird. Also wir haben hier eine Verfallzeit von 10 Minuten, die Standard ist. Wenn ihr einen Dino habt, dann könnt ihr einfach das Fleisch in den Dino tun. Es wird dort drin viel, viel länger halten. Also das als kleiner Tipp, bevor ihr eine Räucherkammer oder sowas habt. Ihr könnt sowas wie Fleisch in den Dino sozusagen lagern und es hält einfach dadurch länger. Ein Dino könnt ihr auf diesem Level auf jeden Fall schon zähmen. Wie gesagt, wie das geht, im nächsten Video. Das ist es dann soweit mit den nützlichen Dingen, die ihr am Anfang auf jeden Fall benutzen solltet. Ich habe jetzt erstmal nichts mehr weiter gelernt, weil ich diesen Spielstand nutzen werde für das nächste Video. Aber wir werden jetzt mal ein bisschen Dino-Kunde betreiben. Das heißt, wir gucken uns mal an, was ist denn hier so unterwegs, was könnte uns davon umbringen und was wird uns ganz sicher davon angreifen und so weiter. So, also wir haben hier vor uns einen kleinen Dodo. Die sind komplett ungefährlich. Wenn wir die jetzt angreifen, dann rennt der auch weg. Und das ist halt unsere erste gute Fleisch- und Lederquelle. Bringt jetzt nicht ganz so viel an Fleisch und Leder, aber immer ein bisschen. Also vor denen brauchen wir auf jeden Fall gar keine Angst haben. Als nächstes, was uns hier am Strand auch noch begegnen wird, mit Sicherheit ist ein Triceratops, also ein Trike. Ist auch ein Dino, den wir uns später auf jeden Fall sehen werden, den ich euch auch zeigen werde im nächsten Video. Und hier ist es so, die machen nichts. Wenn wir denen nichts tun, tun die uns nichts. Wenn wir die allerdings angreifen, dann werden die ziemlich sauer und die werden uns auch kaputt machen. Wir haben mit den aktuellen Möglichkeiten, die wir haben, nicht so viele Chancen gegen die. Das heißt, lasst die auf jeden Fall in Ruhe und die lassen euch in Ruhe. Also, wir haben die Dilos und zwar sind das diese Kollegen hier vorne. Die greifen euch immer an. Also, die wollen euch wirklich umbringen. Das Gute ist aber, dass die echt schlecht sind. Das heißt, mit einem Speer hier zum Beispiel könnt ihr eigentlich ganz gut dagegen vorgehen. Schön in den Kopf reinhauen, das Ding. Und dann einfach nochmal mit der Axt entgegenhauen. So, und dann habt ihr den besiegt. Natürlich besser ist es, wenn ihr noch einen zweiten Speer mitnehmt oder so. Müsst ihr aber mal drauf achten, die verbrauchen natürlich auch relativ viel Gewicht. Hier vor uns haben wir jetzt einen Flugdino. Ich weiß nicht, ob ihr den gerade gesehen habt. Wir gehen nochmal näher ran hier vorne. Das ist ein Petri und die tun euch auch nichts. Also, und wenn ihr die angreift, dann gehen die auch weg. Also gar kein Problem. Vor uns im Wasser ist jetzt so eine Riesenschildkröte. Da fällt es sich ähnlich wie mit den Trikes. Wenn ihr die angreift, dann greifen die euch an. Wenn ihr nichts macht, dann ist alles okay. Ansonsten müsst ihr natürlich immer im Wasser aufpassen. Hier können immer Piranhas drin sein.
die euch ganz gerne mal angreifen und auch schön auseinandernehmen wollen. Ich laufe jetzt mal den beiden Parasaurus hinterher. Das sind auch Dinos, das sind die ersten Dinos, die man wahrscheinlich zähmen wird. Zumindest war es damals mein erster Dino und werde ich euch auch zeigen, wie man den am besten zähmt. Und das ist auch ganz einfach. Das sind Schisser, also wenn ihr die angreift, rennen die auf jeden Fall weg. Und die tun euch also auch nichts. Also die sind komplett harmlos, keine Angst, wenn ihr die seht. Die machen nichts. Ansonsten, was auch mal ganz gerne hier am Strand noch spawnt bei mir, sind Brontos. Und die tun euch auch nichts. Also nur wenn ihr sie angreift. Es gibt also extrem viele Dinos hier am Anfang. Die machen nur etwas, wenn ihr sie angreift. Und Dinos wie zum Beispiel der Para, der macht halt gar nichts. Der läuft weg, der hat Angst vor euch. Jetzt haben wir gerade das, was ich meine. Jetzt werde ich hier angegriffen im Wasser. Und das war auch ordentlich knapp. Ich habe nämlich kaum noch Leben. So, also da auf jeden Fall immer aufpassen, wenn ihr Gewässer durchqueren wollt. Da können nämlich so Piranhas drin sein. Die wollen euch ganz gerne mal ans Leder. Was in dieser Liste noch fehlt, sind Raptoren. Die laufen auch hier gerne mal in der Nähe rum. Raptoren kennt, glaube ich, jeder. Da auf jeden Fall aufpassen. Die machen euch auf jeden Fall tot. Also die würde ich auch nicht bekämpfen wollen mit einem Speer. Die können euch anspringen, bringen euch zu Boden und hacken euch einfach kaputt. Und das war's dann mit euch. So viel also zum Thema Dino-Kunde. Ich hatte ja gesagt, dass ich noch Map-Kunde machen will, aber ich glaube, ich packe das mal in ein anderes Video mit rein, weil das Video an sich schon ziemlich lange gehen wird, glaube ich. Ich kann es noch nicht ganz so einschätzen, nur von dem, was ich bisher gesagt habe. Ich glaube, es ist halt, wie gesagt, sehr lang. Was ich aber euch als Tipp auf den Weg geben kann, ist, haltet euch vom Schnee fern. Es ist zu kalt dort für euch, ihr werdet sterben, es sind böse Dinos da. Geht nicht in Höhlen rein. Haltet euch von Bergen fern. Also je höher ihr kommt, desto fieser werden eigentlich die Dinos. Und geht nicht in den Sumpf. Alles, was sumpfig ist, lässt sich ganz gut erkennen durch die Vegetation dort. Das soll es dann soweit gewesen sein mit meinem Guide erstmal, mit meinem ersten Anfänger-Guide für Ark Survival Evolved. Ich denke, durch Extinction werden jetzt viele neue Spieler dazukommen auf jeden Fall. Vielleicht werden viele Leute wieder neu anfangen und wissen nicht ganz so mehr, wie das Spiel funktioniert. Dann ist das Video auf jeden Fall für euch. Im nächsten Video, wie gesagt, werde ich euch zeigen, wie man dann Dinos zähmt. So 2-3 Stück. Und wie das alles funktioniert, damit ihr auch ganz gut gewappnet seid. Und dann benutzen wir einfach diesen Account hier weiter. Oder diesen Spielstand weiter, um euch das dann zu zeigen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Dann verpasst du auch keine Videos mehr zu Ark und dann vor allem auch zu Ark Extinction. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und ciao.